Auf. Nächste. Hallo liebe Freunde bei Bazian LP mit Zotos LP und It's Me Hero bei FIFA 12 Moin. Pro Clubs SV Let's Play FIFA. Auf zur Siegesserie, sag ich mal. Ja, wir haben eine Siegesserie von einem Gewinn. Nein, wir haben schon zweimal hintereinander gewonnen, ich und Stefan zusammen. Es ist auch auf Pokalspiele eingestellt. Was? Ja, warum machst du auch sowas? Das habe ich ja nicht gemacht. Ich war aber auf dem Desktop und dann hast du mir Captain gegeben. Also warst du das? Nein, du warst es. Der Puck. Ja, Alter, jetzt finde ich die verfickte Taste nicht. Dreieck. Ja, darf Dreieck. Man verfickt sagen im Fernsehen? Ja, wir sind ja nicht im Fernsehen. Im Internet darf man das. Sonst dürftest du ja im kleinen Kind auch nicht ficken sagen oder so. Ey, die Jugend von heute. Oh Mann, jetzt fühle ich mich so alt, wenn ich das sexy sage. Sexy Gaming. Ja, Russen-Owner. Cool, wir spielen gegen Sexy Gamer, na immerhin. Und Russen-Owner. Ich wette, die sind gar nicht sexy. Das sind auch kein... Der eine ist sicher auch kein Russen-Owner. Das sind wir mal wieder. Gut, auf ein nicht so nervenzerreißendes Ende. Du kommst hier nicht vorbei. Doch. Das gibt rot, glaube ich. Jawohl. Hat ja lange gehalten. Können wir noch abbrechen? Wir sind doch im 5-Minuten-Ding. Wenn der jetzt nicht trifft, brechen wir ab. Wenn der trifft, brechen wir ab. Wir brechen so oder so ab. Wie wir im Tor stehen. Ich bin an die Latte geguckt. Sollen wir abbrechen? Wir haben noch 2 Minuten. Entscheidet euch. Nee, ja oder nein? Es wäre pussyhaft. Komm weiter. Das war pussyhaft, dass wir rot bekommen haben. Spiel doch. Da war alles so geplant. Ich wollte den Einwurf. Lauf. Nicht. Ist nur abseits. Passt doch, wenn ich sage. Ecke. War gewollt. War super. Das ist hier voll die Berieselung. Links auf meinem Fernseher läuft englisches Fernsehen und rechts redet der hässliche FIFA-Kommentator. Schieß! Ja! Da ist das Ding! Also, das geht im Moment richtig gut. Ja! Sag dir mal, die sollen noch nicht anfangen. Ich mach gerade meine Audio leiser. Voll in die sexy faces. Oh, die 5-Minuten-Regel auch vorbei, also können die nicht abbrechen. Ja, oder wir. Ja, genau. Hier, rot! Endlich mal Schiedsrichter, der wenigstens irgendwas pfeift. Übrigens finde ich die Trikots geil. Ja, finde ich auch. Unter dir. Also, die von der Crew haben auch so ausgesehen, eigentlich. Schwarz-Gelb. Das einzig andere ist das Heimtrikot von denen, das Orangene. Ja. Und das Wappen halt, das ich cool finde. Oh, hab ich mitgedacht, Arschloch. Wollen wir noch einen Verteidiger nicht aufstellen in die Position? Also Arschloch darf man aber sagen, ne? Arschloch ist ja... Das ist ja ein biologisches Wort. Nein, ich hab den drin gesehen! Ich auch! War der noch dran? Nein, nee. Schade. Oh, wollen wir noch ein bisschen umstellen in der Taktik? Ja, was denn? Ja, dass wir noch einen Verteidiger dazu holen, der fehlt mach mir mal jetzt. Wieder... Ah, ich muss hoher Druck an und so. Sonst, guck mal, sonst passiert das hier. Ja, aber wie willst du das machen? Den linken Stürmer oder so, nimm wir runter. Mit einem Stürmer? Ja, welche Aufstellung ist denn das? Ich bleib in der gleichen Aufstellung, nur nimm den rechten Flügel runter. Ja, und wie mache ich das? Dann nimmst du den Verteidiger rein. Ja, aber dann steht der Verteidiger im Sturm. Nein, du tust einen Flügelspieler rein in die Innenverteidigerposition und wechselst ihn dann mit deinem Reservespieler aus. Genau. Ja, aber wir haben doch jetzt... Ja, dann habe ich aber trotzdem nicht mehr Verteidiger als vorher. Doch. Ja, aber der steht da nicht in der Abwehr. Doch, Mann, du musst ihn in die Abwehr stellen. Ja. Du stellst den Ich nehme jetzt den linken Stürmer. Stell auf die Position linker Sturm. Genau. Nee, du stellst ihn auf die Position, wo die rote Karte ist. Ach, das meinst du? Dann wechselst du ihn aus. Ja. Ich habe die rote Karte schon längst wieder verdrängt. Daran wird es liegen, dass ich die Karte schon längst verdrängt hatte. Komm! Oh! Deftig, würzig.
Solange jetzt nichts losgeht, bin ich einverstanden. Was tust du gerade? Ja, das, was du mir aufgetragen hast. Ich hab's noch nicht ganz fertig, aber... Schade, dass da keiner stand. Wo ist denn unser rechter Stürmer? Der hätte doch da gestanden. Wo ist der hin? Du bist doch ein hässlicher Pisser. aber ist euch schon aufgefallen, dass wir neue Trikots haben? Was haben wir? Neue Trikots. Nee, kein Quatsch. Doch. Ich habe keine Auswechselspieler. Hä? Du hast keine Auswechselspieler, weil es keine Verletzungen gibt im Pro Club. Ja, dann spielen wir halt mit dem Stürmer da auf der Position. Da unser halbes Team sowieso aus Mittelfeldspielern besteht. Nein. Boah. Wir haben fast alles Grüne. Mein Torwart hat den Lupfer dann nicht mehr angenommen, ey. Warum ist da keiner, der... Ah, es war doch eine Top-Parade dann. Ja, ich weiß auch nicht, warum du immer zu den Flanken rennst. Ja, weiß ich nicht. Ich kann dann immer die Kopfballabwehren in der Mitte mir aufschnappen. Das klappt ganz gut eigentlich. Ja, also ist doch okay. Oh. Ich wette ein Zehner, dass wir nicht ohne Gegentor bleiben. Ja, ich wette... Nee, besser nicht. Wobei, wir haben Patrick im Tor. Ja, das war eben schon eine super geile Parade, Patrick. Ach nee. Guck mal hier. Der Ösi lässt sich Zeit. Da hinten. Ach scheiße. I am the one man rock band. Wir. One man band. Okay. Wenn jetzt ein Tor fällt, bin nicht mehr ich schuld. Warum? Dann ist die One man band schuld. Er hat Handschuhe an, was ist das denn für eine Pussy? Wer ist denn das? Let's go, Pussy. Oh. Wer ist denn das im grünen Trikot? Wer trägt denn da ein grünes Trikot? Ja, Herr Vorwart. Haben wir neue Trikots? Ja. Wir haben aber auch neue Trikots, ne? Ja. Neue Trikots, schon aufgefallen? Wie ist das eigentlich mit den Trikots? Haben wir doch neue? Nee, nicht per Woll gewaschen. Ist doch ein neuer Ausstatter, oder? Ja, ja, Mann. Wie per Woll. Oh Mann, Alter, da gab's ja, die waren richtig protestiert. Abseits! Ne? Leute, die haben richtig dick diskutiert und die Werder-Fans wollten protestieren und so Spielchen. Das haben ja, sie ich auch. Ich als Werder-Fan habe protestiert. Was, weil da. Warst du da oder was? Nana ja, ist online, hey. Nana. Dann hat Stefan Nachtschicht oder so. Hat er doch gesagt, arbeiten. Oder kommt mir das nur so vor? Immer in den Rückraum. Weil jetzt wird in den Rückraum gespielt. Ich hätte es fast geschafft. Ja, jetzt spiele ich dich an. Spielen wir Muschi-Taktik. Okay, doch nicht. Er sollte auch einen ganz anderen Trick machen, aber den wollte er nicht. Gefiel ihm nicht. Der war gut. Oh yeah. Das wär's gewesen. Bingo Bongo. Bongo Bingo. Bongos. Montag ist Bongo-Tag. Ja, der Pass kam genauso, wollte ich ihn. Ja. Hier ist aber mindestens. Nee, weil der Ball zuerst gespielt hatte. Ach komm, Schiri, lass deinen Arm da unten. Heben die eigentlich den rechten oder linken? So mal Spaß, das halber nur zu wissen. Er nimmt den rechten. Verdammt. Und wir haben ein Team, wo sehr viele Schwarze drin sind. Was möchte man uns damit mitteilen? Das Scheiß, wenn man blöd ist. Wir haben Ösi, der wiegt das alles auf. Der Alibi-Deutsche. Der Quoten. Okay, sag es doch. Nein. Ich distanziere mich von rechtsextremen Aussagen auf meinem Channel. Sagte der Österreicher und ging von dannen. Promising attack, so nearly. Nearly forced an opening. Oh, well. Ja, ja, war ganz knapp. That's poor, because all that does is relieve pressure and allows the opposition to get their shape again. Man hat vor, eine Mauer zu bauen. Keiner hat das vor. Wir spielen immer noch mit zwei Verteidigern. Nein. Nicht? Da steht jetzt ein Abwehrspieler. Okay. Ein Stürmer.
Aber was macht er denn da? Also, Rust halt. Er hat ihn wenigstens wieder geholt. Aber da steht doch noch ein Rechtsaußen. Aha, warum nicht ein Linksaußen? Ich hole meinen Linksanwalt. Weil nach 2 Minuten rot zu kriegen, das schafft auch nicht jeder. Nein. Und dann auch noch in Führung zu gehen danach. Das ist letztes Mal auch ganz gut gelungen, als ich noch mitgespielt hatte in Unterzahl. Das ja. Wir müssen an unserer Aggression arbeiten. Wir brauchen Wutbewältigungsseminare. Die Wutprobe. Setzt euch einfach auf die stille Treppe, wenn ihr wütend seid. Mein Gott. Habt ihr nichts von Katharina gelernt? Das war ein schöner Pass. Scheiße. Boah, ich dachte, er ist drin, ey. Ich bin rübergeguckt. War der knapp? Ging. Hast du noch die Bild zwischen? Was, die Scheiße passt dazwischen? Viel nichts auf vielen Seiten, oder was? Klopapier. Okay, wir rollen dich ein bisschen ab noch. Damit es ja Zeit gibt. Ich sehe es schon kommen, das wird am Ende wieder so. So knappe 1-0, wirf mal nach vorn. Hat er doch. Ja. 6 Sekunden habe ich Zeit. Der hätte durch sein müssen. Habt heute aber auch super. Also unsere Pässe sind heute Weltklasse. Der war auch richtig stark. Ja, für den Gegner wahrscheinlich. Dafür steht unsere Abwehr wie kein Stein. Wir haben so einen schnellen Stürmer da, der geht mir richtig auf den Sack. Ja, Mann. Aber der war auch nett im Abseits. Der war echt ein paar Meter vorne. 12. Nein! Nein! Wir hatten Zeit, ne? Ja, da wäre jetzt theoretisch noch ein Verteidiger von uns gewesen. Was für Muschis. Ich wollte schon losfluchen und die beleidigen, aber wer so blöd ist, ist selbst schuld. Schade, dass ich mein Voice-Chat nicht aktiviert habe, Alter. Sonst würde ich denen jetzt erklären, dass sie zu dumm zum Kacken sind. Ich hab's aktiviert, glaube ich. Sag dir mal, die sind zu dumm zum Kacken. Ich glaube, das sind Polen oder so, oder dann Franzosen. Sag einfach Eschek. Ne, Eschek war türkisch, ne? War Eschek türkisch oder polnisch? Spannend. Ich freue mich auf jeden Fall auf Österreich gegen Türkei. Weil Türkei war interessant, ja, glaube ich. Ha? Huh? Weil Türkei. Irgendwie machen die jetzt ordentlich Druck. Ja. Hm? Aber viel zu früh. Wer soll denn damit rechnen? Der, die, das. Dim, dim. Der, die, das. Wieso, weshalb, warum? Die fucken heute rum. 1000 tolle Tore. Werdet ihr hier niemals sehen. Kennt ihr diesen Vampir, diesen Mathematik-Vampir, den sie immer verarschen bei Simpsons und Family Guy? Ja, Mann. Ja. One Nippo. Da muss ich bis nach hinten mit, du. Ja. Jetzt habe ich wieder. Jetzt kann man wieder nervös werden. Nee, nicht so. Aber so. Raus! Noch geht's. Ich stehe der ganzen Sache gelassen entgegen. Stell mich gleich selber als rechten Verteidiger auf. Gott. Mein Gott. Du musst mich nicht immer bei meinem Namen nennen. Lauf! Du suchst Gott, er hängt zwischen meinen Beinen. Du hast alle Zeit der Welt. Jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass ich alle Zeit der Welt habe. Ich versuche gerade einen Elfmeter rauszuholen. Du spielst so nicht einfach. Guck mal, wie frei! Das war ein Foul! Das war elfmeterwürdig! Referee! Du bist elfmeterwürdig! Ich weiß! Also, solange der Ball da vorne ist, kann er nicht bei uns sein.
Noch 15 Minuten, Jungs. Spiel, spiel, spiel. Jawohl. Ja! Ja! Mit einem weniger! Einem weniger zwei Tore gemacht. Ah ja, hier, komm, ich dreh mich um. Ich laufe jetzt, hab ich mich, jetzt feier ich alleine. Bist du beleidigt? Da hat er noch mal das Auge. Boah, das war noch nicht mal so ein Muschi-Tor. Ja, ja. War eine Flanke. Mit einem Rabona wäre es noch schöner gewesen. Boah, jetzt versuchen sie gewaltig zu werden, glaube ich. Gelb. Jetzt hängt es aber lange. Alles cool, alles cool. Ja, ja. Ja, ja. Ja, hier ist Zeitspiel nicht. Haben wir einen weiten Abschlag? Fast weit. Ich hatte mich auf der... am Rande des Abseits bewegt. Okay, jetzt ja, können wir noch ein bisschen lässiger alles sehen. We are 6 days away from SummerSlam. La 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 la. Oh, wie ist das schön. Obi ist so schön. Obi? So was haben wir. Kennt ihr Obi in Österreich nicht? Doch. Boah, was für ein Pass. Oh, la 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 la. Yes, yes, yes. Der Außenstand. Ich glaube, besseren Fußball seht ihr nirgendwo. Und du willst echt schlafen gehen, Patrick? Wahrscheinlich. Du hast 5 Red Bull, hast du gesagt. Dann nutzt ja, mal den nee. Nein, schauen wir mal. Wahrscheinlich bleibe ich jeder. Use the force. You shall not pass. Verdammt. Das wäre jetzt doch das Tüpfelchen auf dem I gewesen, so an ihm vorbei. Damn it, Janet. Ich gucke ja gerade nebenbei Raw und die gratulieren gerade jedem Olympioniken, der gewonnen hat für Amerika. War sowieso abseits, aber. Schön gesehen. Aber die haben den jetzt alle gratuliert einmal. Wir wollten keine Raw-Infos. Was, dass sie den Olympioniken gratulieren? Ja, darauf hatte ich mich am meisten gefreut. Das war doch das Highlight. Dass sie sagen, wir gratulieren allen amerikanischen Olympioniken. Jetzt habe ich den ganzen Text nachgesagt. Ja, ganz toll. Komm, bei, gibt ja keinen Abseits, ne? Hier, du kriegst jetzt noch eine wichtige Info. Die Frau hinter Jerry Lawler hat ein blaues T-Shirt an. Was machst du da? Ich wollte dich steil passen. Aber jetzt hier. Was sagst du dazu? Die Frau hinter Jerry Lawler hat ein blaues T-Shirt an. Hab ich dir jetzt die Sendung vermasselt? Natürlich, die ganze Sendung ist versaut jetzt. Lauf, du Sau! Hallo? Der hat mich umgetickelt. Yes. Sieg! Höchster Sieg aller Zeiten! Yes! Mit einem Spieler weniger, Leute. Oh yeah. Dann, oh, das ist ein geiles Spiel. Bis zum nächsten Mal mit Zotos LP, It's Me Hero und Bartian LP. Ciao!